Der Hauptunterschied zwischen dem neuen SARS-Coronavirus und Influenza ist, dass wir das SARS-Coronavirus noch gar nicht so richtig kennen. Dass wir noch sehr viel lernen müssen und gerade dabei sind. Und wir müssen alles tun, um möglichst die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Die wesentliche Information, die uns fehlt, ist, wie der Krankheitsverlauf im Einzelnen ist, wie die Infektionsketten sind. Das müssen wir wissen, um dann auch zu sagen, ob sich das Virus durch Mutationen abschwächt. Das ist das Wahrscheinliche, was passiert. Und solange wir diese Daten nicht haben, sind wir irgendwo in der Grauzone und wissen nicht genau, was passiert. Bei der Grippesaison ist es so, dass wir die Grippen seit 102 Jahren sehr gut kennen. Also 1918, 19. Wir haben Impfstoff. Theoretisch könnten noch viel weniger wirklich krank werden und dann auch daran sterben. Wenn Sie das aber ins Verhältnis setzen, 10%, 15% der Bevölkerung in Deutschland werden infiziert, jedes Jahr, und davon sterben dann 10.000 oder 15.000. Das klingt dramatisch, ist aber von der Fallzahl sehr viel niedriger als das, was wir jetzt von dem SARS-Coronavirus kennen. Also ich denke, das ist sinnvoll. Ich denke, das ist angemessen. Und im Grunde genommen sind alle gut beraten, den Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut und vom Gesundheitsministerium, Bundesgesundheitsministerium zu folgen, so wie das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen passiert. Großveranstaltungen nach Möglichkeit absagen, das wäre eine wesentliche Maßnahme. Also ich sage jetzt mal in aller Vorsicht, wir haben ja beobachtet in Italien oder in Südkorea, wie die Fallzahlen massiv angestiegen und explodiert sind. Das heißt, dasselbe könnte in Deutschland passieren, wenn unbeobachtet sich erst einmal die Infektion ausbreitet. Und deshalb ist es gut, schon im Frühstadium zu wissen, wo die Infektionsketten beginnen und wo sie hinlaufen. Also, wenn Sie mich so fragen und auch noch einen Beutel Geld dabei hätten, einen großen Beutel Geld, dann würde ich sagen, es muss alles parallel passieren. Es ist auf jeden Fall so, dass wir das Gesundheitssystem aus meiner Sicht nicht wieder auf Kante nähen dürfen. Öffentliches Gesundheitswesen ist massiv unterbesetzt. Wir haben an der falschen Stelle gespart. Forschung, sicher sinnvoll, sicherlich wichtig, vor allen Dingen in Richtung eines Impfstoffes, aber auch zum Beispiel eines flächendeckenden Antikörperprogramms, um zu wissen, wie viele Leute haben sich unbemerkt angesteckt. Sie dürfen nicht vergessen, 85% der Infizierten machen das sozusagen im Stehen durch. Die wissen gar nicht, dass sie Corona haben. Und vielleicht ist das von der Gesundheitspolitik schon wichtig, abzuschätzen, wie viele solcher Patienten tatsächlich oder Menschen tatsächlich unter uns leben. Je mehr sich das Virus ausbreitet, ohne Symptome zu machen, desto weniger gefährlich ist ja auch das Virus. Und es ist anzunehmen, dass das Virus, also anzunehmen, es ist anzunehmen aus unseren Erfahrungen mit anderen Viren, dass sich das Virus abschwächt im Laufe der Zeit. Und es ist wenig wahrscheinlich, dass es noch aggressiver wird, als es jetzt ist.